Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Sword Art Online Fette Bullet, die Complete Edition. Ich möchte da mal gerne reinschauen, bevor ich das Spiel kaufe. Hier ist noch sowas hier, okay. Ich stimme zu. Oh Gott, noch mehr zum Lesen, ey. Nee, danke. Ich habe damals Holization gespielt oder sowas. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht genau, wie das hieß. Wir gehen einfach mal direkt in das Spiel rein. Gucken mal, wie das so, wie sich das spielt. Ich bin nämlich schon ein bisschen, ich würde sagen, ich bin so, ich bin normal. Ja. Ich bin gespannt, wie sich dieses Battle-Spiel, spielen wird. Denn so mit Schusswaffen. Oh, nee, man kann ja hier wieder richtig viel machen. Oh, der Sound ist aber nervig hier. Halslänge. Ja. Halsstärke. Schulterbreite. Ah, sieht schon besser aus. Armlänge. Ja, Armmasse. Machen wir mal so Handgröße. Ich habe eigentlich relativ ausgeglichene Hände. Oberkörperlänge. Da sehe ich jetzt aber keinen Unterschied. Lasse ich mal hier auf 0. Oberkörpermasse. Oh, da sehe ich ja gleich dick aus. Nee, nee, nee. Taillenumfang. Also viel. Ja, leichte Veränderung sieht man schon. Beinlänge würde ich so lassen. So, Gesicht. Was haben wir denn hier? Okay, das ist das Gesicht von Kirito. Auf jeden Fall. Alter, dieser Sound, ne, der geht aber einen richtig auf die Nerven, finde ich. Ich glaube, Gesicht 13 ist so meins. Oder? Ich will das nehmen. So, Frisur. Okay. Oh, die weißen Haare waren schön. Oh. Oh, hier sind echt viele Frisuren bei. Sinon, Lifa, Yui, Elisabeth, ach nee, das ist, nee, Yuki, glaube ich. Ich glaube, das war von Yuki. 25. Die erkenne ich jetzt nicht. Naja. Okay. Alter. Wie viele Frisuren gibt es? Oh mein Gott, gibt's viele. Okay, ich glaube, ich nehme die weißen, oder? Oder die gegelten Haare. Denn ich glaube, das passt am ehesten zu mir. Kann ich die nur blond machen? Mal schauen. Nee, kann ich leider nicht. Augenbrauen, ja, nehme ich die einfach. Aufkleber. Ich bin Naruto, Leute. Naruto. Oh, das ist auch cool. So, Haut. Ich bin eher weiß. Linkes Auge. Bin ich hellblau. Rechtes Auge auch. So. Oder, warte, ich will mal gucken. Ja, ich mach's mal so. Oder so. Haare. Ah, das passt ganz gut. Sieht es denn mit weiß aus? Aber weiß, ich finde weiß immer cool. Ich glaube, ich bleib bei weiß. Oder so grauig. Nee, weiß ist gut. So, Strähnchen. Wie sieht das denn aus? Ah, hinten dann, okay. Das sieht eigentlich, oh, gefällt mir sehr. Vielleicht so ein bisschen blond. Oh ja, das gefällt mir. Okay, Augenbrauen sind natürlich
die lasse ich so. Lippen. Lippi Lippis. Aber nee, das ist mir schon zu. Ja, nee. Nee, ich will da nichts. Nee, Make-up auch nicht. Okay, Stimme. Ich höre da überhaupt keine Stimme. Okay, ich bleib mal bei 1, sicherheitshalber. Ja. Spielername. Wie nenne ich mich denn? Natürlich Moritz. M-O-R-I-T-Z. So. Okay. Ja. So. Werden wir direkt reingeschmissen oder was passiert jetzt? Meistens ist das so, fängt SAO immer so an, dass man gegen irgendjemanden kämpft und dann geht's erst los. Oh, ist ja anders. Okay. Ich sehe ein bisschen aus wie der Typ vom Film. Gott. Ordinary Scale. Der. Wie hieß er denn? Agent? Irgendwie so. Oder AG? Irgendwie so. Okay, und wer bist du? Ja, ich musste sehr lange warten, Korea. Achso, wer bist du? Ich bin's, dein alter Kumpel. Komm schon, sag nicht, du erinnerst dich nicht an deine hinreißende Freundin aus Kindheitstagen. Übrigens, nenne ich mich hier Korea. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen soll, Leute. Woher wusste ich, dass du es bist? Mal sehen. Naja, du hast immer noch diese einzigartige Ausstrahlung aus Freundlichkeit und Menschenscheu. Obwohl, eigentlich ist die Stimme ja laut genug, ne? Ihr könnt doch alle Japanisch, oder? Da muss ich da doch gar nicht reden. Ja, okay, Turnier fängt gleich an. Ist natürlich sehr heftig, dass wir direkt an einem Turnier teilnehmen. So. Schon. Okay, ich habe mich vorbereitet. Gut. Okay, Quest startet. Okay. Und nochmal laden. Der V ist keine simple Schrottflinte. Der normale Kugeln durch Opti. Okay. Oh, es ist Itsuki. Ich frage mich, ob er auch beim Turnier mitmacht. Hä? Was soll der fragende Blick? Er ist der Typ da drüben. Ziemlich cooler, gut aussehender Kerl. Er sieht wie ein Model aus. Wow, ich kann ihm nur Komplimente machen. Okay. Ach so, da guckst du also hin. Na gut, sicher. Er ist wohl schon ziemlich cool und hat viele Fans. Ich finde ihn gar nicht so cool. Also jetzt muss ich nicht. Irgendwie nicht. Hey, wollt ihr auch beim Turnier mitmachen? Ja. Du bist Korea, oder? Ich habe schon von dir gehört. Tatsächlich? Du wechselst immer zwischen den Mannschaften, richtig? Du hast einen guten Ruf. Das heißt, du wärst zuverlässig und verfügst über gute Kampfanalysefähigkeiten. Oh, vielen Dank dafür. Und wer ist das? Sieht nach Anfängerrüstung aus. Lass mich raten, du bist ein Newbie, stimmt's? Oh, das ist ein Freund aus Kindertagen und wenn es um Spiele geht, absolut versiert. Aber GGO spielt Moritz heute zum ersten Mal. Du musst die Herausforderung lieben, wenn du gleich an deinem ersten Tag bei einem Turnier mitmachst. Ehrlich gesagt, das gefällt mir. Schön, dich zu treffen. Ich bin Itsuki. In einem Feuergefecht gibt es mehr als nur Level und Skills, die dich stärker werden lassen. Ich freue mich auf einen interessanten Kampf. Wir sehen uns später.
Izuki ist fantastisch, aber ich bin auch fast so gut, um es in die obere Ränge zu schaffen. So einfach bin ich nicht zu schlagen. Bereit? Wenn ja, dann geh durch diesen Teleporter. Er wird dich zum Turnier-Dungeon bringen. Oh Gott, Leute. Es geht echt sofort los, oder was? Okay, sofort, ne? 10 Minuten später. Aber Charaktererstellung ist immer sehr, sehr wichtig bei solchen Spielen. Finde ich. Okay, ich habe jetzt hier eine Waffe. Okay, ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann mich jetzt bewegen. Okay. Eben die Tasten rausfinden. Wie kann ich schießen? Neige L, um die Spielwelt... Ja, ja, okay, das war... Oh Gott, ich habe die Waffe gewechselt. Ich verstehe gerade noch nicht, wie ich schießen kann, aber ist in Ordnung. Okay, Kuria, wohin müssen wir? Schatz? Ich hab's vergessen. Zu mir rein. Wie komme ich hier wieder raus? Man muss jetzt die ganze Zeit hier drin bleiben. Okay, wir gehen einfach mal hier gucken. So. Ping, da ist niemand. Und top. Oh mein Gott, Leute. Das kann ja was werden. Ja, okay. Sieh dich mal um und stell sicher, dass dein Blickfeld passt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Mir ist Zeit, um etwas einzurichten. Ich warte. Hä, wo ist sie denn? Kommst du nicht hier rüber, oder was? Doch, sehr schön. Okay, weiter. Weiter. Eine Waffe, okay. Okay, so kann ich meine Waffe ändern. Ist natürlich sehr... Hä? Was ist los? Ich komme hier nicht rein. Ah! Ich kann jetzt schießen. Okay. Oh Gott. Und das. So, Waffe wechseln. Und ihn anschließen. Oh mein Gott. Die hat ja auch irgendwas mit Visieren gesagt. Ich habe natürlich nicht aufgepasst. Müssen wir gleich mal gucken. Achso, oh Gott, ich habe kaum noch Munition, okay. Okay, gehen wir mal weiter. So, Geschosse sind rote Linien, die manchmal von Gegnern ausgehen und die Flugbahn ihrer Geschosse anzeigen. Sie signalisieren dir, dass der Gegner gleich feuert, sodass du noch schnell in Deckung gehen. Okay, und wie gehe ich in Deckung? Wenn ich jetzt hier stehe, wir haben nur halt wenig Munition. Skills, okay. Okay. A-Schritt. Ich kann auch nachladen. Guck mal, dann laden wir mal eben nach. So. Und ZR schießen. Haha, nice. Also ist das hier so die Zielhilfe. Okay, cool. Finde ich gut. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Und weiter geht's. Wie ich soll nachladen? Hab ich gemacht. Oh, was haben wir hier denn? Ich hab keine Ahnung. Wo sehe ich denn? Achso, da unten links. Lustiges Fragment. Wenn dein LP auf. Okay, gehst du K.O. Okay. ZL. Kann ich so. Okay. Oh Gott. Okay.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nur nicht. Ich würde ganz gerne noch wissen, wie man in Deckung geht. Ich probiere das jetzt mal eben aus. Oh. Da kommt noch was. Nee, kommt nicht. Nee, damit nicht. Damit auch nicht. So nicht, so auch nicht. Wird mir das hier irgendwo vielleicht mal erklärt? Optionen. Nee. Steuerung. Zielen, UFG, Geschoss, Ziel wechseln. Kamera, Waffe ändern, Ausrüstung, hocken. Achso, ich muss reindrücken. Ich muss reindrücken. Ah. Und dann kann ich schießen. Okay. Das ist schon mal gut. Stand da noch was? Ausweichen, nachladen, springen, ermutigen. Okay, okay, cool. Sehr schön. Die Türen öffnen, okay, cool. Muss ich hier runter? Ja, wahrscheinlich ja. Wie öffne ich das? X, keine Ahnung. Achso, ist offen. Ist offen. Ah. Oh. Ich dachte, vielleicht geht's da noch weiter. Okay, gehen wir mal hier rein. Wo ist meine Freundin? Danke. Da ist sie wieder. Da ist mein Schatz. Also, die Grundlagen des Kampfes sind, hast du erfolgreich bestanden. Super. Oh, ihr beide seid es. Wenn dieser Junge zu Itsuki gehört, muss er ziemlich gut sein. Wir sind hier echt unterlegen. Ihr wollt es also darauf ankommen lassen, was? Ich muss zugeben, dass ihr euch richtig entschieden habt, aber euch ist schon klar, dass wir euch angreifen, sobald ihr uns den Rücken zuwendet, oder? Ich weiß nicht, wie es mit Korea laufen wird, aber du, Newbie, wirst mit dem ersten Treffer erledigt sein. Du schießt auch einen Kampf lässt sich wohl nicht umgehen. Wie langweilig. Mann, wollen die uns jetzt nicht besiegen? Wir kommen nicht weiter. Okay. Gut, 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 gut. Wir machen das. So. Dann gehen wir mal weiter. Okay, Itsuki. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Okay. Und das haben die nicht geschafft? Das ist ja schon ein bisschen lächerlich, ne? Dass sie das nicht geschafft haben. Warte mal, von hier sind wir gekommen. Wie fail. Wie fail ich. Aber bis jetzt, würde ich sagen, doch. Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Läuft relativ flüssig. Also ich kann mich jetzt nicht so beschweren. Wir haben gewonnen irgendwie. Damit haben wir jetzt alles erledigt. Stimmt, Itsuki? Ja, ich hatte es schließlich versprochen. Der Weg teilt sich in zwei Richtungen auf. Ihr könnt vorausgehen, Itsuki. Wir nehmen den Weg, den ihr nicht nehmt. Naja, ehrlich gesagt, naja, okay. Also gut, wähle den Weg, Moritz. Oh, ich darf den Weg wählen, okay. Alle guten Dinge sind links. Meistens wird der Weg rechts immer als erstes gebaut. Okay. Das ist Erfahrungsbeutel. Oder was? Okay, okay. Oh, ich bin Level 2. Cool. Ich bin Level 2. Sehr schön.
What the fuck? Alles klar. Dankeschön. Oh Gott. Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist ein Kokon. Wie von Detektiv Conan. Den habe ich schon gesehen. Hallo? Daten. Diese Stille hier im Spiel, ey. Hatte ich schon lange nicht mehr. So, dass hier irgendwas Emotionales jetzt wäre. Und niemand, der einen nervt. Ich spiele das Spiel außerdem auf der Switch. Genau. Ja, mach mal auf hier. Okay. Was ist das jetzt, was? Was ist das jetzt? Ja, ist in Ordnung. Ja. Was ist das jetzt? Okay. Oh, ich habe jetzt hier irgendwas erschaffen. Oh mein Gott. Ich dachte, das war es jetzt mit der Demo. Oh Mann, dann hätte ich ein Mädchen wählen sollen. Naja, egal. Oh mein Gott. Asna? What the fuck? What? What the fuck? いつの間に背後。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど。間に合わなかった。間に合わなかった。何を言っているの。すでにそこのアマシス、マスターと認めたようだし。Diese Person ist der seltene Gegenstand? Okay. Ja, sorry, Kirito. Der Kirito? Jetzt bin ich gerade lustig, sorry, Leute. Du bist mein Meister.
Hauptsystem zu 50% funktionstüchtig. Bitte warten. Hä? Wann ist das denn passiert? Du machst wohl Witze. Ich wusste es. Ich könnte wetten, dass selbst wenn wir dich besiegen würden, sich überhaupt nichts ändern wird. Du scheinst eine Menge zu wissen, Kirito. Nun, weil es Afa Süß, diesen Spieler vorhin Meister genannt hat. Außerdem, ah nein, es ist nichts. Hm? Hey, warum hast du weitergemacht, ohne es dich registrieren lassen? Was jetzt dir gehört, sollte eigentlich mir gehören. Hab doch gesagt, es war nicht meine Schuld. Schluss mit den Ausreden. Arg, ich kann es nicht glauben. Also gut, was dein ist, ist mein. Das heißt, dein Arzt ist auch mir gehört. Na gut, ich lasse es dir diesmal durchgehen. Schließlich hast du mich ja gerettet. Kuria ist die Vorgesetzte meines Meisters. Bestätigt. Schön, dich kennenzulernen. Tja, ich denke, wir ziehen weiter. Es ist nur ein wenig Zeit übrig. Ich muss doch zumindest den ersten Platz des Turniers holen, oder? Der erste Preis soll unglaublich toll sein, Kirito. Hoffentlich bekommen wir etwas, das Juli gefällt. Ja, das haben wir auch. Ich bin Kuria. Ich werde einer der besten Spieler im ganzen Spiel werden. Vergiss das nicht. Bei unserem nächsten Treffen werden wir fair kämpfen. Das hier ist schließlich GGO. Haha, du hast Mumm, Kuria. Also gut, bei unserem nächsten Treffen im Kampf werde ich mich bei dir nicht zurückhalten. Und du? Ich bin Moritz. Schön, schöner Name. Ich möchte dich etwas fragen. Warum hast du dieses Afas gerade eben beschützt? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Verstehe, ja, das ergibt Sinn. Vielleicht ist es einfach nur eine spontane Sache und alles, was man wirklich tun kann, ist es, sich im Nachhinein so zu erklären. Ja, ich denke, wir könnten Freunde werden. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder. Bis bald, du auch, Alphas. Ciao. Okay? Leute, ich würde sagen, das war's mit einer Runde Sword Art Online. Ich weiß nicht, wie lange dieses hier jetzt gleich noch geht. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part dann nochmal wieder. So in 3 Tagen oder 4. Mal gucken. Und bis dahin. Alter, oh, die labern so viel, Leute. Quest startet. Okay, die nächste Quest startet, die machen wir dann im nächsten Part. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, Leute, ne? Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.